In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du mit Versicherungen ganz schnell ganz viel Geld verdienen kannst. Nee, stimmt nicht. In diesem Video erkläre ich dir, warum das kompletter Bullshit ist, wenn dir jemand sowas erzählt. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und ich muss mich zuallererst mal kurz entschuldigen für diesen reißerischen Videotitel, für dieses Clickbaiting, wie man ja so schön sagt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe wirklich die besten Intentionen, warum ich das so gemacht habe. Denn natürlich will ich viele Klicks auf dieses Video bekommen, aber dann möchte ich eben Aufklärung betreiben. Und damit ich eben das machen kann, musste ich irgendwie die Leute ja hier anziehen, damit ich auch genau die Leute anziehe, die ja dann eigentlich ja auf solche Videotitel so ein bisschen reinfallen und sich ja dann das schnelle Geld erhoffen und so weiter und so fort. Sorry, das wird jetzt hier nicht Thema sein, sondern es wird Thema sein, warum das eben nicht geht und warum das nicht der Fall ist und warum du auf solche Leute nicht hereinfallen solltest. Wer hat das denn nicht schon mal gehört irgendwo, hey, pass mal auf, hey, Versicherung, mach doch mal, komm doch mal her, ich verspreche dir, du machst dann relativ viel Geld in relativ kurzer Zeit, jede Menge Provision, das Einzige, was du machen musst, ist irgendwie jetzt hier 10 Namen deiner Freunde mit Telefonnummer aufschreiben und dann versorgt man die alle mit Versicherung und dann machst du hier den Reibach und verdienst viel Geld und irgendwie alles sind happy. Sowas in der Richtung. Und wenn dir jemand sowas sagt oder halt auch irgendwie sagt, keine Ahnung, es ist ganz einfach und du brauchst da kein Versicherungsfachwissen und das mache alles ich und du musst mir wie gesagt nur die Namen und Telefonnummer deiner Freunde geben oder wie auch immer, dann lauf so schnell und so weit weg, wie du kannst. Denn das wird niemals, niemals, niemals gut ausgehen für dich und vor allem auch nicht für deine Freunde. Ich mache mal so den Kurzdurchlauf, was meistens so passiert bei so einer Geschichte. Also es geht irgendwie so los, du lernst da irgendjemanden kennen und er erzählt dir was von Versicherung und sagt, hey, pass mal auf, der hat wahrscheinlich auch einen Porsche, der hat vielleicht einfach nur geleast oder gemietet oder sonst irgendwas. Hört sich alles mega geil an. So, und dann sagt er, pass mal auf, wenn du das auch willst, musst du mir jetzt irgendwie nur 10, 20 deine Freunde hier aufschreiben, ja, und dann gehen wir die zusammen an und dann bekommen die Versicherung, weil das sind ja deine Freunde, dir vertrauen dir ja, also die vertrauen dir ja, ne? Mir jetzt so nicht, weil mich kennen sie nicht, aber über diese Brücke, über dich kriegen wir das hin. Ne? Das sagen sie natürlich so nicht, aber das ist der Hintergedanke. Und dann werden Versicherungsprodukte verkauft, die halt in der Regel meistens eben wirklich nicht so gut sind, nicht passen, viel Provision bekommen und dann bekommst du dann auch natürlich in relativ kurzer Zeit auf einmal schon viel Geld und du bist so, geil, ne? Schon irgendwie gleich den Flug nach Ibiza gebucht oder den Porsche hier geholt oder die erste Leasingrate bezahlt oder wie auch immer. So, das ist so der erste Step. Zweiter Step ist, deine Freunde bekommen auf einmal raus, dass das irgendwie nicht so geil war, was sie verkauft bekommen haben. Sie haben dir aber vertraut, weil du ja ein Freund bist. Dann kündigen deine Freunde diese Versicherung wieder und dann kommt auf einmal ein Wort, das auf einmal in dein Leben so reinplatzt, das du vielleicht vorher noch nie gehört hast und das nennt sich Storno. Wenn eine Versicherung storniert wird. Weil was passiert dann? Dann musst du nämlich deine Provisionen zurückzahlen. Ne? Aber die Provisionen hast du dann ja wahrscheinlich schon ausgegeben, weil dir das wahrscheinlich vorher gar keine erklärt hast. Das heißt, du musst auf einmal Geld zurückzahlen, das du gar nicht mehr hast. Dann hast du auf einmal Schulden. Ne? Dann hast du nicht nur Schulden, dann hast du nämlich auch keine Freunde mehr, weil die Freunde ja von dir hier verarscht wurden. Und ja, am Ende des Tages, so nach mehreren Wochen oder lass es wenige Monate sein, wenn man es mit deiner Situation vor dieser ganzen Kacke vergleicht und danach hast du quasi, wie gesagt, Schulden, mehr Schulden, weniger Freunde und ja, behaupt jetzt mal ein weniger schönes Leben als vorher. Und genau deshalb nimm die Beine in die Hand und lauf, wenn dir irgendjemand sowas erzählt. Das ist eigentlich schon die Botschaft und das ist einfach wichtig zu verstehen. Wir Menschen tendieren halt einfach dazu, auf solche Leute reinzufallen, weil wir grundsätzlich einfach harte Arbeit, Aufwand und so weiter und so fort ja, scheuen. Und wenn jemand herkommt, pass mal auf, ganz einfach, nur ein paar Namen aufschreiben, ist easy und dann kommt ganz viel Geld, dann denkst du dir so, ja cool, ja mega, mach ich. Ne? Aber so läuft es nicht. So läuft der Hase nicht. Und wenn du wirklich im Versicherungsbereich erfolgreich
sein möchtest, dann geht das nicht nur so nebenher mit ein paar Freunden aufschreiben. Das geht nicht ohne Fachwissen. Es geht nicht ohne Ehrlichkeit. Es geht nicht ohne Transparenz. Wenn du diese Kriterien nicht erfüllst, wirst du, das verspreche ich dir, niemals, niemals langfristig in der Versicherungsbranche erfolgreich sein. Niemals. Und wenn du nicht langfristig denkst, und das ist so dieses Große, sondern immer nur kurzfristig denkst, dann wird es dich immer wieder auf die Fresse hauen. Wenn du immer nur kurzfristig denkst, jetzt schnell einen Vertrag gemacht, jetzt schnell die Provision abkassiert, das Ding wird dir wieder um die Ohren fliegen. Wenn du das nicht gescheit gemacht hast, wenn du den Kunden nicht ehrlich beraten hast, es kommt immer zurück. Früher oder später. Immer. Und wenn es dadurch passiert, dass irgendeiner von diesen Kunden ein Video von mir sieht und auf einmal checkt, dass das eigentlich Kacke war, dann war ich der Böse, so im Endeffekt, der dafür gesorgt hat, dass derjenige auf einmal gemerkt hat, dass er hier einen Kack-Vertrag hat. Und das ist das ganze Thema. Lass dich da nicht drauf ein, wenn, das waren jetzt die ganzen Negativbeispiele, es gibt natürlich auch Positivbeispiele. Wenn halt jemand dir das so erklärt, dass er sagt, pass mal auf, wir machen das so und so, wir haben das und das Konzept, du kannst das ausprobieren, du guckst dir das mal an und da ist nichts dabei mit Familie oder Freunde anhauen. Schau es dir an. Wenn dann auch hier die Wissensvermittlung rüberkommt, dass du dann auch wirklich weißt, von was du sprichst, dass du auch wirklich deine Qualifikation dann hier über diese Firma erreichst, auch wirklich die Qualifikation, dass du das dann auch machen darfst und so weiter und so fort. Dann spricht da ja gar nichts dagegen. Ist halt sehr, sehr selten, tatsächlich. Ne? Und das Problem ist ganz einfach, dass diese komplette Branche hat, die komplette Branche hat keine Ahnung, wie man so wirklich an Kunden kommt. Ne? Und dann werden halt die wildesten Dinge sich überlegt, wie man irgendwie an Kunden kommt. Und das Einfachste ist einfach, indem man einen neuen Mitarbeiter reinholt, weil dieser neue Mitarbeiter wieder neue Leute kennt, die ihm vertrauen. Und diese neuen Leute bindet man quasi dann über den neuen Mitarbeiter dann hier an, dockt die an und lässt diesen neuen Mann dann quasi hier sein Vertrauen quasi ausspielen und gewinnt so neue Kunden. Und dann holt man wieder den nächsten und so baut sich das auf. Bin ich ein absoluter Gegner davon? Absolut. Geht gar nicht, finde ich. Geht überhaupt nicht. Ich habe das auch bei mir nie so gehandhabt, weil ich habe gesagt, okay, meine Freunde, meine Familie, die wissen alle, was ich mache. Und wenn die was brauchen, dann werden die sich schon melden. Und so, finde ich, sollte man das auch halten. Und genau, das war jetzt meine Meinung zum Thema ganz schnell ganz viel Geld verdienen mit Versicherung. Ich bin ganz gespannt, wie du das Ganze siehst. Schreib es mir mal unten in die Kommentare rein, was für Erfahrungen du hier auch gemacht hast. Bin mir sicher, das Video polarisiert, aber ich finde, das ist einfach Fakt und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lass dem Video natürlich noch einen Daumen hoch da. Teile es. Das ist ein Video, das ich finde, das sollten viele sehen. Und genau, wenn du den Kanal natürlich noch nicht abonniert hast und weiterhin praktisches Versicherungswissen dir aneignen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, noch ein Abo dazulassen. Ansonsten hätte ich gesagt, Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dorthin, Servus und mach's gut.